So, herzlich willkommen zu Modern Warfare 3 Multiplayer. Und zwar habe ich mal gedacht, ich mache ein Live-Commentary. Schon mal aus dem Grund, dass ein paar Leute gefragt haben und auch so. Der ganze Witz noch daran ist, ich habe es noch nie online gespielt, also bei mir in die Statistik reinschaut, alles auf Null noch. Und ja, meine Skills sind so ein bisschen eingerostet. Also damals zu Modern Warfare 2 war ich eigentlich relativ gut. Hab auch so Clan-Matches gemacht und so. War eigentlich, sag ich mal, schon im guten Mittelfeld. Wenn sogar noch ein bisschen weiter oben oder so. Aber durch Black Ops, sag ich mal, habe ich nicht so oft gespielt. Und dadurch, ja, bin ich ein bisschen aus der Übung gekommen. Mal schauen, wie das Ganze hier wird. Schwierige Listen, aha. Ist da der Hardcore-Mode drin? Ah, toll, das kann ich gar nicht. Na toll, dann muss ich auch schon alles freispielen. Abschuss bestätigt. Nein, hier eine Runde frei für alle machen wir. Und ich hoffe mal, dass mein Internet nicht so abkackt, weil das zurzeit des Öfteren abkackt. Jo, dann finden wir ein Spiel. Ach so, und natürlich dadurch, dass ich es auch noch nie online gespielt habe, kenne ich auch keine Map, was auch ziemlich lustig wird. Jo, und da kommen wir doch schon wo rein. Kann man die gleich muten irgendwie? Den da. Ja toll, der ist gerade abgehauen. So, halt die Klappe. Ja, und dann mal schauen, wie das wird. Sieht ein bisschen aus wie Italy, die Map, von dem Bild her. Also, jeder, der nicht kennt mit Italy, ich meine aus Counter-Strike hier. Jetzt ist ja schon wieder so ein Spaß, der sein komisches, vergrammeltes Mikrofon anhat. Mit einer richtig tollen Quali auch. So, warten auf andere Spieler. Ach toll, ich kann ja gar nicht. Haha, toll. Ja, okay, ich nehme mal den Aufklärer. Mal gucken, wo der Spaß ist. Ach, muten mir einfach mal alle noch kurz. Und los geht's. Und ich hoffe, ich... Yay, Hühner! Und ich hoffe, ich kack auch nicht richtig ab. Okay, wo rennt der hin? Komme ich da zu dem hin? Haha, ziemlich lustig. Hey, da ist er, ja. So, rennen wir den mal hinterher. Haha, so ein Spaß. Yay, erster Kill, Knife Kill. Ist schon mal auch geil. So, und ja, ich kann mir noch nicht viel sagen. Hey, ich renne jetzt hier an dem Haus rum oder so, weil. Ja, ich weiß ja gar nicht, wo ich hinrenne. Oh. Autsch. Okay. Da hinten sind irgendwo Schüsse. Ich bin auch mal gespannt, was ihr so von dem Ding haltet. Also, jeder, der Commentaries kennt. Würde mich mal interessieren, wie ich das Ganze dann bewältige und so. Hey, du Camper. Weil, ja, ist hier mein erstes Mal. Könnt ihr sagen, was gut war, was schlecht war oder ob es generell, ob ich generell weitermachen soll mit Commentaries oder auch nicht. Weil es halt wirklich so gut ist oder so schlecht ist. Würde mich mal sehr gerne interessieren dann, was ihr von der Aufnahme haltet. Und warum finde ich ja keinen? Ich spiele doch mit 8 Stück und ich bin Platz 1. Yay! Vorerst. Wow, Headshot. Meine Skills sind wohl doch gar nicht so schlecht, obwohl ich wirklich das Gefühl hatte, auch im Einzelspieler, also in der Kampagne, dass ich da wirklich irgendwie kacke war. Also, keine Ahnung. Ich finde es auch jetzt online spielt sich's besser wie im Singleplayer. Ich finde, es kommt geschmeidiger und irgendwie flüssiger rüber. Keine Ahnung warum, aber. Hallo, komm her. So, ja, was ich damit sagen wollte, ist. Keine Ahnung. Ich finde es jetzt hier schon wieder besser, viel angenehmer. So wie in den alten Zeiten. Und der Singleplayer, der war irgendwie nicht so, keine Ahnung, also. Aber ich glaube, ich schweife gerade so ein bisschen ab und wiederhole mich so ein bisschen. Schon ein bisschen schwer, also vor allem ein Live-Commentary, ich weiß nicht. Also ich habe schon mal ein paar Commentaries angeschaut, die machen es, aber glaub, die meisten machen es im Nachhinein, das Commentary.
Was ich ja jetzt nicht sagen will, oh Kacke, dass es schlecht ist, sondern halt, man kann sich halt mit der Aufnahme oder halt beim Zocken aufs Zocken konzentrieren und dann, wenn man es im Nachhinein anschaut und dann kommentiert, kommt es dann vielleicht besser. Ich glaube, das werde ich auch mal ausprobieren, dass ich Commentaries mache und Live-Commentaries. Also so wie jetzt rede ich ja jetzt oder kommentiere ich gerade zum Gameplay. Und ich mache dann auch vielleicht mal so Nach-Commentaries oder wie man das nennt. Ah, verdammt. Ja, halt ganz normale Commentaries. Mal gucken, vielleicht werde ich dann noch besser. Wow. Okay, ein ganz kleines bisschen hat es geleckt, aber will ich jetzt nicht darauf sagen, dass es geleckt hat, dass ich dann gestorben bin. Wow. Nein, wow, so schnell. Und meine Stimme geht gerade ein bisschen weg, Entschuldigung. Und irgendjemand hat eine Aufklärungsdrohne. Hey, da. Okay, der chillt mal. Yeah. Ach, das wollte ich eigentlich auch am Anfang sagen. Mal gucken, wie viel Ränge ich schaffe oder ob ich überhaupt einen Rang schaffe. Yeah, dann wären wir ja schon mal Rang 2. Okay. Da drin ist, glaube ich, einer. Ja, danke. Okay, getroffen haben wir ein bisschen. Aber der meint es auch, dass er vielleicht ins Fenster geworfen hat. Spast. Gebe ich dir erstmal einen Headshot. Hey. Okay, der war, glaube ich, auch da oben irgendwo wieder, oder? Ich glaube, sicherlich so eine Camper-Position. Kenne ich mich bis jetzt noch nicht so aus, weil... Ja, wie gesagt, erste Runde. Und so richtig im Singleplayer gab's die Map ja auch nicht. Cool, Vorräte. Ach, da kann man jetzt, glaube ich, doch irgendwie auswählen, was man nimmt, oder? Ach, da bin ich jetzt aber, glaube ich, schon zu spät. Verdammt. So, Vorräte, Vorräte, Vorräte. Jetzt brauche ich halt irgendwie eine sichere Ecke. Stand da oben einer? Nein, aber da ist gerade einer vorbeigerannt. Nehmen wir mal die Verfolgung auf. Ja. So und bam. Also manchmal, wenn ich genau sehe, dass die Gegner mich nicht sehen, tue ich natürlich Messern, weil es einfach böse kommt. Muhaha. Und dann auch die anderen sagen so, nein, der Ficker hat mich gemessert. Ansonsten in heiklen Situationen, wie zum Beispiel der da, mache ich Headshots. Haha, nein, messere ich lieber nicht. So, mein Guter. Nein, verdammt. Wie sieht's aus? 15 zu 6. Achso, da hinten ist Tode, okay. Wollte gerade sagen, 15 zu 0, das kann doch gar nicht sein. So, dann mache ich die mal hier so hin. Geh mal kurz eine kleine Runde campen. Ich einfach mal hier gucken will, was rauskommt und was. Nein! Okay, war eh nur eine Drohne. Haha, Spaß. Die schenke ich dir. Ja, toll. So. Aber der hat die Box gar nicht aufgehoben, warum das? Weil eigentlich sieht er ja gar nicht, was drin ist. Okay. Wo ist er jetzt runtergesprungen? Also einer ist irgendwie runtergesprungen hier, glaub. Muss mal kurz nachladen und jetzt um die Ecke. Oh, ach so, okay, der ist tot. Hab schon gedacht, der liegt hier auf der Treppe. Oder der Depp campt jetzt an meiner... Hier an meinem Care Package rum. Das könnte natürlich auch sein. Geil, du Spast. Das ist mein Kill. Oh, oh. Der wartet sicherlich irgendwo. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Hallo? Euch darum. Oh, oh. Okay. Da ist schon vorher noch einer rumgerannt. So, Jumpshot um die Ecke. Okay, so, gell. Das war ja ganz... Ah!
Tja, spast. So, und jetzt habe ich schon wieder Vorräte. Aber, wow. Scheiße, Muni ist gleich leer. Na toll. Und jetzt habe ich den fucking Revolver da, hey. Na toll. So. Also ich glaube irgendwie, ja, ein bisschen Angst hatte ich schon nach dem Singleplayer, weil ich so abgekackt hab. Oder sind es einfach nur Noobs? Ja, das sind glaube irgendwie Noobs, weil der hätte mich locker eigentlich killen können. So. Hey, da ist wieder einer. Ah, fuck, der hat mich glaube gesehen. So wie der gerannt ist. Würde ich jetzt mal so schwer schätzen. Yeah, Level 3. Oder Rang 3. Okay, aber langsam wird es ein bisschen eng. Wo ich eigentlich noch anmerken will, dass es ja hier nur normal ist. Eigentlich bin ich Hardcore-Spieler. Also in Call of Duty nur Hardcore. Bam. So, wo ist der hingerannt? Weg, oder? Hä, hey, woher kommt denn der? Kämmt der in der Ecke rum? Ist ja klar. So, dann gucken wir mal, wo wir zu dem einen Typ kommen. Der war doch hier. Oh, 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 okay. So, mal gucken, ob wir noch ein, zwei Kills hinkriegen. Wäre doch sehr cool. Kämpft hier wieder einer? Nein. Oh, das ist nicht so toll. Ich glaube, so eine tolle Kämpferpose. Oh, jetzt liegt er auf dem Boden und von hinten kommt auch noch einer. Gibt's ja gar nicht. Das wird, glaube ich, nichts mehr mit einem Kill. Ja, und jetzt hänge ich ja fest. Yeah, aber trotzdem Platz 1. Jo, mich würde mal gerne interessieren, was ihr jetzt von dem Commentary gehalten habt. Vielleicht schaut ja auch einer zu, der das selber macht. Fände ich eigentlich auch ganz cool, was du so dazu meint, weil die ja auch Erfahrung dazu haben. Und Endscore 24 zu 13 ist ja mal gar nicht so schlecht. Jo, Dankeschön und tschüss.